Hallo aus Frankfurt und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Heute mit der Canon PowerShot G7X Mark III, die dritte Version von dieser Kamera. Und endlich hat es Canon geschafft, auch die Videomenschen glücklich zu machen, denn ihr habt jetzt einen Anschluss für ein externes Mikrofon. Oh mein Gott, da hat sich endlich mal etwas getan. Ihr könnt jetzt auch in 4K aufnehmen. Ihr könnt Videos direkt auf YouTube streamen. Ihr habt nach wie vor 20 Megapixel, WLAN und Bluetooth, ein sehr lichtstarkes Objektiv mit einer Blende von 1.8 bis 2.8. Dafür wenig Zoom, aber ein Klappdisplay, das ihr um 180 Grad zu euch neigen könnt. Damit auch die Selfie-Freunde glücklich werden und natürlich auch die Vlogger. Eins müsst ihr auf jeden Fall machen, ich empfehle euch hier so eine Schiene, die hier unten in den Stativanschluss reingeht, ein bisschen nach außen zeigt, damit ihr das externe Mikrofon irgendwo anbringen könnt. Denn an der Kamera könnt ihr es leider nicht. Hier ist nur dieser kleine Aufklappblitz, aber dafür kein Hotshoe. Passt auch in die meisten Hosentaschen rein und ist eben auch gut für Situationen, wo ihr wenig Licht zur Verfügung habt. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Kommen wir zum Body, der sich mega gut anfühlt. Wie ich eben schon gesagt habe, ihr habt diese schöne Daumenmulde, liegt sehr gut in der Hand, passt in viele Hosentaschen rein. Auf der Unterseite habt ihr den Stativanschluss, daneben das Akkufach mit dem NB13L Akku mit seinen 1250 mAh und daneben der Slot für die SD-Karte. Unsere SD-Karte aus dem Video findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Achtet auf eine hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit, damit ihr keine Probleme mit 4K-Videoaufnahmen habt oder zum Beispiel Serienaufnahmen in RAW. An der Seite habt ihr einen Anschluss, jetzt übrigens USB-C, darunter Mini-HDMI und darunter einen Knopf, um das WLAN einzuschalten. Auf der anderen Seite habt ihr den kleinen Knopf, der es euch erlaubt, den Blitz auszufahren. Und gleich darunter, wie gesagt, und zwar endlich, einen Anschluss für ein externes Mikrofon. Auf der Oberseite, wie gesagt, der Aufklappblitz, daneben der Ein- und Ausschalter, gleich daneben der Zoom-Schalter und obendrauf habt ihr den Auslöser. Rechts daneben ist ein kleiner Schalter für die Belichtungskorrektur, falls ihr zum Beispiel im Blenden- oder Verschlussautomatikmodus fotografiert. Und da oben drüber ein kleines Wahlrad, um zum Beispiel von dem manuellen Modus in den Automatikmodus zu schalten, in den Szenenmodus oder auch in den Videomodus. Alle Leute, die jetzt Lust haben, auf Safari zu gehen und meinen, sie könnten jeden Leoparden vor die Linse bekommen, nein, mit dem Objektiv sicherlich nicht, außer ihr wollt den digitalen Zoom nutzen, der euch allerdings die Bildqualität ein bisschen verringert. Aber für Leute, die jetzt zum Beispiel vloggen oder auch gerne im Dunkeln was aufnehmen oder diese schöne Hintergrundunschärfe haben möchten, für die gibt es die Offenblende von 1.8 bis 2.8. Das heißt, ihr könnt schön den Vorder- von dem Hintergrund isolieren, macht sich vor allem im Makromodus ziemlich gut. Aktuell kostet das Gerät so um die 600-700 € und wiegt 300 Gramm. Was ich sehr gut finde, ist, dass ihr nach wie vor einen 1 Zoll großen Sensor habt. Ihr wisst ja, je größer der Sensor, desto mehr Hintergrund und Schärfe, desto besser sind die Aufnahmen auch bei schwachem Licht. Canon verzichtet auf sehr viele Megapixel bei diesem Gerät. Allerdings reichen 20 Megapixel in den meisten Fällen vollkommen aus. Und ihr habt jetzt den Digic 8 Prozessor drin. Juhu! Ihr habt umgerechnet ein 24 bis 100 mm Objektiv, einen optischen Zoom von 4,2-fach, mit dem Zoom Plus sogar 8,4-fach und kombiniert sogar 17-fach. Manchen Leuten wird es reichen, den anderen halt wieder nicht, aber wie gesagt, dafür das lichtstarke Objektiv. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob Zoom oder lichtstarkes Objektiv, würde ich in meinem Fall immer zu dem lichtstarken Objektiv greifen. Liebe Leute, wenn ihr einen Foodblog auf Instagram habt, dann ist das vielleicht genau die richtige Kamera für euch. Denn die minimale Fokusdistanz von dem Objektiv zu eurem Objekten liegt gerade einmal bei 5 cm. Also ideal für Cafés oder Foodblogs, Leute, die also gerne Essen fotografieren. Oder zum Beispiel seid ihr Blumenfreunde und fotografiert gerne im Garten irgendwelche Bienen und die auf irgendwelchen Blumen sitzen. Perfekt. Übrigens, der Autofokus war so schnell. Ich war in Frankfurt auf der Straße. Ihr haltet die Kamera irgendwo hin und sobald ihr oben diesen Auslöser nur gedrückt haltet, ist der Fokus direkt da. Also eine ideale Point-and-Shoot-Kamera,
Zum Beispiel, wenn ihr unterwegs seid, weil ihr gerne Street Photography macht. Oder ihr seid in irgendwelchen turbulenten Ländern und denkt so, oh krass, ich muss einen schnellen Autofokus haben. Ideal. Zur Lowlight Performance kommen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall reicht die ISO bis 25.600. Falls das in eurem Menü nicht angezeigt wird, müsst ihr ins rote Menü gehen und das Minimum und das Maximum selber festlegen, sowie zum Beispiel auch für den Automatikmodus und den Videomodus. Im Videomodus seid ihr ein bisschen eingeschränkt, da geht es leider nur bis ISO 6400. Von Haus aus könnt ihr übrigens bis zu 30 Sekunden lang belichten oder eine minimale Verschlusszeit von einer 2000stel Sekunde nutzen. Ihr könnt übrigens auch den elektronischen Verschluss nutzen, der euch eine Verschlusszeit von einer 25.600stel Sekunde erlaubt. Oh mein Gott. Ideal also für zum Beispiel sich schnell bewegende Objekte. Was ich schon immer an der G7X sehr geschätzt habe, ist der 7,5 cm Touch-Display. Ihr seht, ihr könnt den so weit runterneigen, ihr könnt den nach oben drehen, 90 Grad und um 180 Grad zu euch drehen. Ideal zum Beispiel, wenn ihr auf einem Konzert seid und ihr sagt, oh cool, jetzt kann ich über die Menschenmasse drüber fotografieren. Oder, wie gesagt, zum Vloggen, wenn ihr euch damit selber anschaut, da gibt es gleich auch ein Beispiel für euch. Alles kann über Touch geregelt werden, zum Beispiel könnt ihr die ISO, die Blende und die Verschlusszeit einstellen. Ihr könnt die Fotos löschen, ihr könnt reinzoomen, ihr könnt durchs ganze Menü gehen, wenn ihr Bock habt. Und der Bildschirm löst mit 1 Million Bildpunkten auf, was völlig in Ordnung ist, um die Schärfe zu kontrollieren. Allerdings könnte ich mir jetzt hierbei mal so ein Upgrade vorstellen. Leider gibt es keinen elektronischen Sucher. Den würden vielleicht einige vermissen, allerdings war jetzt in meinem Test das Display hell genug, um jetzt auch zum Beispiel im Sonnenlicht alles sehen zu können. Wie ich euch eben schon gesagt habe, hier an der Seite gibt es diesen kleinen Schalter. Damit könnt ihr dann diesen Blitz ausklappen. Die nachfolgenden Bilder habe ich mit dem internen Blitz gemacht von der G7X Mark III. Ich finde, in der Regel sind sie ein bisschen zu dunkel, wurden im Automatikmodus aufgenommen. Im Notfall hilft der Blitz euch immer, wenn ihr zum Beispiel ein paar Snapshots auf der nächsten Party machen wollt. Aber weil ihr ja diese coole Offenblende habt von 1.8 bis 2.8, würde ich euch immer empfehlen, nutzt das natürliche Licht. Kommen wir zur Serienbildfunktion, denn ihr könnt mit der passenden Speicherkarte, die ich euch in die Videobeschreibung reinpacke, bis zu 120 Bilder in JPEG aufnehmen. Das hört sich dann so an. Nein, doch nicht. Fail. Aber so. Krass, oder? Das ist richtig cool, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Freunde aufnehmt, die mit dem Skateboard vorbeifahren oder einen coolen Stunt dabei machen oder mit einem BMX, wie auch immer. Dann könnt ihr ein cooles GIF daraus machen oder ein zusammenhängendes Video. Pflicht ist auf jeden Fall eine schnelle SD-Karte, denkt daran. Ihr könnt allerdings auch bis zu 55 RAWs am Stück aufnehmen. Das Ganze hört sich dann so an. Wow, ich empfehle euch ja Folgendes. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Café habt und ihr möchtet einen Kuchen fotografieren oder ihr möchtet den Kaffee fotografieren, dann reicht JPEG vollkommen aus. Sagt ihr jetzt, nee Mann, ich brauche noch mehr für die Nachbearbeitung, ich will mehr Bildinformationen haben, weil ich die Tiefen hervorheben möchte oder die Lichter, wie auch immer, reduzieren möchte, ein bisschen mit der Belichtung spielen möchte, dann nehmt doch einfach in RAW auf. Festplatten kosten heute nichts mehr, also auch nicht mehr die Welt. Und RAW-Dateien bieten euch eben viel mehr Bearbeitungsmöglichkeiten, wenn ihr denn vorhabt, ein bisschen mehr aus euren Bildern zu machen. Ich empfehle euch auf jeden Fall Adobe Lightroom und Photoshop. Das Ganze gibt es als Paket für 12 Euro im Monat in der Adobe Cloud. Mit der G7X Mark III ist übrigens auch der CR3-Codec dazu gekommen. Also nicht mehr CR2-RAW-Dateien wie früher, sondern jetzt CR3. Bietet euch ein bisschen mehr Dynamik, die Farben sehen ein bisschen neutraler aus. Und ich habe sogar den Eindruck, in der Nachbearbeitung habt ihr ein paar mehr Möglichkeiten mit CR3-Dateien als mit CR2-Dateien. Wenn ihr im reduzierten RAW aufnehmt, könnt ihr übrigens bis zu 90 Aufnahmen am Stück machen. Das hört sich dann so an. Bis zu 20 Bilder in der Sekunde waren das jetzt. Und jetzt kommt ein neues Feature, das es vorher nicht gab. Denn das ist der RAW Burst Modus. Das bedeutet, ihr könnt bis zu 30 Bilder am Stück machen für maximal 70 Aufnahmen. Und das Coole ist, wenn die Kamera weiter die Dateien schreibt,
könnt ihr nach wie vor die Kamera weiter bedienen. Kommen wir zu euch, liebe Videofreunde, denn Canon hat es endlich geschafft, seit Jahren mal einen Anschluss hinzuzufügen für ein externes Mikrofon. Oh mein Gott, wir haben es endlich. Ihr könnt jetzt alle Rode Mikrofone nutzen oder von anderen Herstellern. Und mein Lieblingsmikrofon ist das aktuell, das Rode Wireless Go. Ein WLAN-Mikrofon, mit dem ihr bis zu 70 Meter weit weggehen könnt, mit einer hervorragenden Audioqualität, wie ihr gerade hören könnt. Das ist das interne Mikrofon der G7X Mark III in 1080p mit 50 Frames pro Sekunde. Was ich auch ziemlich cool finde, ihr habt jetzt auf dem Display den Start- und Stopp-Knopf, wenn es um die Videoaufnahme geht und natürlich auch auf der Rückseite. Aber wenn ihr zum Beispiel Selfies macht und den Knopf hinten nicht findet, dann könnt ihr das jetzt über das Touch-Display machen. Richtig cool gelöst. Jetzt nehme ich in Full HD auf, 25 Frames pro Sekunde mit einem kabellosen Mikrofon. Das ist das Rode Wireless Go, über das es auch noch in naher Zukunft ein Review geben wird. Und jetzt könnt ihr endlich auch eure Videos aufnehmen in 4K mit 25 oder 30 Bildern in der Sekunde. Full HD Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde. Aber nur als Slow Motion, also ohne Ton. Und wenn ihr nur 100 Bilder in der Sekunde haben solltet, dann geht ihr ins gelbe Menü und schaltet von PAL auf NTSC. Ansonsten Full HD mit 50 oder 60 Frames pro Sekunde, was euch im Grunde ein flüssigeres Video gibt. Das Ganze sieht mehr so nach TV aus. Und ansonsten könnt ihr auch noch mit 25 oder 30 Bildern in der Sekunde aufnehmen, wie ich jetzt zum Beispiel gerade, und das sieht dann halt so aus. Wie ich eben schon gesagt habe, die maximale ISO im Videomodus liegt bei 6400. Da seht ihr auf jeden Fall schon, es körnt einigermaßen. Das ist dann dieses ISO-Rauschen. Ihr könnt auch manuell filmen. Und jetzt gibt es sogar HDR-Video. Wow, Canon, ey, ihr haut alles hier bei dieser Kamera raus, was ich für 5000 Euro nicht bekomme. Wahnsinn. 4K geht übrigens nur maximal bis 10 Minuten am Stück. Und Full HD bis zu 30 Minuten. Jetzt viel Spaß bei den nachfolgenden Aufnahmen. Wenn ihr übrigens zu viel Licht habt und ihr möchtet bei Offenblende filmen, könnt ihr auch den integrierten ND-Filter nutzen. Mit der Kamera könnt ihr übrigens auch Zeitraffer aufnehmen, entweder in 4K oder Full HD. Ihr wählt nur das Format aus, das Intervall, und die Kamera erledigt dann den Rest für euch. Und so sieht's aus. Übrigens bietet euch die Kamera auch noch so einige Filter, wie zum Beispiel Schwarz-Weiß, HDR, Fisheye. Es ist nichts Besonderes. Es ist nichts, was nicht Instagram schon seit 5 Jahren könnte. Es ist nichts, was Panasonic schon seit 10 Jahren macht. Es ist nichts Besonderes, aber der eine oder andere wird seinen Spaß dann haben, und so sieht das Ganze dann aus. Was ich auch ziemlich cool fand, ist, dass ihr die Kamera direkt mit eurem Smartphone verbinden könnt. Das kann Canon allerdings schon seit der letzten Generation und vielleicht schon sogar seit der ersten Generation. Die App lässt sich leicht und intuitiv bedienen. Ihr könnt die Fotos direkt auch in voller Auflösung übertragen. Allerdings nicht in RAW, sondern nur in JPEG. Ihr könnt direkt ein Backup machen, was ich schon sehr cool finde. Ihr könnt die Kamera fernsteuern. Und das macht Canon wirklich sehr, sehr gut. Und über eins hatten wir noch gar nicht gesprochen. Wie ist eigentlich die Fotoqualität? Mega gut. Also ich habe meinen Spaß daran, vor allem, weil ich mich mit dem Prinzip der Fotografie auch auskenne. Ich weiß, was die Blende, die ISO und die Verschlusszeit macht. Und wenn ihr das auch verstanden habt, dann könnt ihr natürlich auch mit der Schärfentiefe spielen. Ihr könnt die Sachen fokussieren im Vordergrund, könnt den Hintergrund unscharf machen. Und das funktioniert alles, wenn ihr euch ein bisschen damit auseinandergesetzt habt. Wenn ihr übrigens bei YouTube eingibt, Fotografieren lernen für Anfänger, kommt ihr auf ein Video, was ich extra für euch gemacht habe. Und wer in RAW aufnimmt, hat natürlich mehr Möglichkeiten, wenn es um die Nachbearbeitung geht. Eine Sache, die mich wirklich verwundert hat, auf der Webseite von Canon stand, dass ihr diese Kamera auch via USB-C aufladen könnt. Ich habe Folgendes ausprobiert. Zu Hause am Netzteil. Ich habe eine voll aufgeladene Powerbank dabei gehabt. Ich habe sie an einer Ladestation, sowas wie im Rewe, kann man das auch machen, ausprobiert. Ich habe ziemlich viele Dinge ausprobiert und diese Kamera konnte ich nicht via USB-C aufladen. Vielleicht liegt es genau an dieser Kamera oder vielleicht liegt es einfach daran, dass es nicht geht. Hier drin ist auf jeden Fall so eine kleine LED, die meiner Meinung nach leuchten sollte, orange.
wenn die Kamera auflädt, aber es hat nicht funktioniert. Es könnte an der Kamera liegen, die ist niegelnagelneu, ich wüsste nicht, warum es an dieser Kamera liegen sollte. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Habt ihr die Kamera schon und lädt eure auf? Lasst es mich auf jeden Fall wissen und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch einige der Zuschauer sehr gespannt sind, ob es funktioniert oder nicht. Nach all dem Gelaber kommen wir endlich zum Fazit. Für wen eignet sich diese Kamera? Ich würde in erster Linie sagen, auf jeden Fall für Blogger ab jetzt, weil ihr die Möglichkeit habt, ein externes Mikrofon anzuschließen. Zudem wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis der erste Cage für diesen Body entsteht, also quasi so ein Gehäuse, was ihr drum machen könnt, wo ihr dann auch ein externes Mikrofon anstöpseln könnt. Ihr könnt in 4K aufnehmen und das ohne Crop. Wow, warum nicht meine anderen Spiegelreflexkameras, warum nicht meine Canon EOS R ohne Crop für 2500 Euro, aber dieses Ding für 600, 700 Euro schafft es. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Die Fotoqualität ist richtig nice. Ihr könnt jetzt in CR3 aufnehmen, also den neuen RAW Codec. Haben eine sehr schöne Dynamik. Und sind in allererster Linie scharf und das ist, was es sein soll. Auch die Lowlight-Performance war wirklich sehr überragend. Das mit dem USB-C-Aufladen hat mich ein bisschen verwirrt, weil es nicht funktioniert hat. Die Videoqualität auch gut, auch wenn ich trotzdem den Eindruck habe, dass das Tracking bei Dunkelheit nicht ganz präzise funktioniert hat wie im Hellen. Also komisch, wenn ihr die gleichen Meinung dazu habt, gerne unter dieses Video. Mit dem Schwenkdisplay ist heute einfach so ein Essential-Ding, das erwartet man. Das ist entweder so ein Schwenkdisplay, also Klappdisplay oder halt einer, der so rumschwenkt. Das braucht man heute. Das Display ist übrigens mega gut, sehr schöne Auflösung, auch wenn es natürlich in Zukunft ein bisschen mehr sein könnte. Lässt sich leicht via Touch bedienen und auch die Farbwiedergabe ist sehr, sehr nice. Möchtest du ein bisschen mehr aus deiner Fotografie machen und nicht immer auf der gleichen Stelle stehen und sagen, okay, ich nehme meine Fotos nur in JPEG auf, sondern möchtest auch den manuellen Modus nutzen? Möchtest du vielleicht für deinen Café richtig coole Food-Bilder machen oder den Café in den Fokus setzen oder fotografierst du gerne Blumen oder Makro? Spielst du gerne mit Schärfentiefe? Dann ist das genau die richtige Kamera. Ich glaube sogar, dass diese Kamera sich auch perfekt eignet für Leute, die gerne reisen. Klar, der digitale Zoom ist nicht mehr ganz so cool und vor allem, weil ihr hier nicht so viel Zoom habt, ist es so ein bisschen, ja, soll ich sie mir kaufen, weil ich gerne reise, aber dann brauche ich viel Zoom. Auf der anderen Seite ist natürlich auch beim Reisen, dass ihr häufig auch im Dunkeln fotografieren könnt und da ist natürlich cool, dass ihr diese Offenblende habt von 1.8 bis 2.8. Von mir kriegt ihr auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Es hat sich einiges Positives getan im Verhältnis zum Vorgänger. Vielen Dank auch an Christina fürs Mitmachen. Ich sage danke an GM Foto und euch fürs Zuschauen. Viele Beispieldateien findet ihr in der Videobeschreibung als Download. Tschüssi!